Mein Name ist Rudolf Unrau. Ich leite das betreute Wohnen in unserer Einrichtung, der Stiftung Heilpädagogisches Kinderhaus. Und meine Aufgabe ist es, mit meinem Team Jugendliche, junge Erwachsene zu betreuen auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Das sind Jugendliche mit seelischen, psychischen Erkrankungen, Belastungen, die aus verschiedensten Gründen nicht mehr in ihrer Herkunftsfamilie leben können. Ich bin Leine Schaustall. Wohne jetzt seit 2,5 Jahren im betreuten Wohnen. Ich hatte halt starke Probleme. Meine Mutter war alleine. Sie hat sich wirklich stark bemüht und wollte halt das Beste für mich und hat dann entschieden halt, dass ich Hilfe brauche, die sie mir nicht geben kann. Mit 6 Jahren konnte man das nicht wirklich verstehen, dass eine Mutter einen weggibt. Aber jetzt, wo ich ins betreute Wohnen gekommen bin, habe ich die Kurve gekriegt und jetzt wird alles besser. Und darum finde ich es toll, dass die Fernsehlotterie das Kind auch unterstützt hat. Und jetzt kommen die Gewinnzahlen. Maritim entspannen und zu zweit erholsame Stunden in Warnemünde an der Ostsee genießen. Eine einwöchige Reise in die Yachthafenresidenz Hohe Düne gewinnt eine 12-stellige Losnummer mit den Endziffern 9271956. Einen Audi A1 Sport 1,4 TFSI gewinnt eine 12-stellige Losnummer mit den Endziffern 4124542. Gesunde Entspannung mit heilsamem Thermalwasser. Im Bio-Vital-Hotel Falkenhof in Bad Füssing erwartet Sie die perfekte Auszeit. Einwöchige Erholung zu zweit auf höchstem Niveau gewinnt eine 12-stellige Losnummer mit den Endziffern 1478767. Einen Audi A3 1,4 TFSI gewinnt eine 12-stellige Losnummer mit den Endziffern 5263818. Und 100.000 Euro gewinnt das Los mit den Endziffern 6231243. Und kurz vor der Tagesschau geht's weiter.